Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um was ganz Besonderes. Heute werde ich euch nämlich zeigen, was die große Überraschung ist. Ich habe mir nämlich einen neuen PC gekauft. Ich sage auf jeden Fall ein paar technische Details für diejenigen, die einfach interessiert, was da jetzt drin ist. Ich habe als Prozessor einen AMD Ryzen 3700X. Sind auf jeden Fall 8 Kerne. Und ja, ich glaube, der macht 3,3 GHz bis 4,4 GHz. Ich weiß nicht ganz genau. Aber ja, auf jeden Fall genug Leistung. Ich habe nur kurz nebenbei noch. Warum ich mir jetzt einen neuen PC gekauft habe, lag einfach daran, weil ich habe irgendwie mal wieder Bock gehabt, zum Beispiel Fortnite zu livestreamen oder was auch immer. Wir können so vieles jetzt auch wieder livestreamen. Ist auf jeden Fall richtig geil und es ging halt mit dem alten PC halt nicht. Mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass der Prozessor, also unter dem alten Video von dem alten PC, werde ich auf jeden Fall unten verlinken, für die Leute, die es auch interessiert, könnt ihr euch gerne anschauen. Auf jeden Fall hat jemand drunter geschrieben, dass der Prozessor irgendwie nur 4 Kerne hat und wie es aussieht, lag es wirklich am Prozessor, er war einfach zu schwach oder es war halt auch irgendwie kein Gaming-Prozessor. Auf jeden Fall, ich sag mal so, er hat jetzt auf jeden Fall 1,5 Jahre war der PC im Gebrauch. Auf jeden Fall, er hat seine Zwecke erfüllt. Grafikkarte ist einfach gleich geblieben, einfach eine GTX 1050 Ti. Werde ich irgendwann mal, ich schätze mal in einem Jahr oder so, austauschen. Aber momentan geht die Grafikkarte noch. Gehäuse ist ein MSI-Gehäuse, ich werde es euch einblenden. Vorne ist so eine Art Drache, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Unten hat er noch so Bodenbeleuchtung, richtig nice auf jeden Fall. Und hinten ist noch so ein beleuchteter Lüfter. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 3200 MHz. Ist auf jeden Fall richtig geil und auch richtig praktisch. Kann ich auf jeden Fall noch auf 32 GB aufrüsten, ist auf jeden Fall praktisch. Ich habe jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, irgendwelche Sachen aufzurüsten, weil ich auch ein neues Mainboard habe und so. Das Mainboard ist ein Steel Legend Mainboard, werde ich auf jeden Fall auch unten verlinken. Leuchtet ein bisschen und ist ein bisschen dezent. Ist auf jeden Fall nice, sieht geil aus. Und ja, als Festplatte haben wir ganz normal eine 240 GB SSD für Windows und so andere Programme halt, für so, Normalprogramme halt für Windows und für Spiele und so haben wir eine 1TB SSD. Also ich habe einfach die Festplatten übernommen. Ich kann auf jeden Fall noch Festplatten aufrüsten, das ist auf jeden Fall richtig geil. Ich kann bis zu insgesamt, ich kann 7 Festplatten dran stecken, minus 2 sind 5, also ich kann noch 5 Festplatten dran stecken. Ist auf jeden Fall geil, genügend Steckplätze sind vorhanden. Also wenn ich Speicher brauche, kann ich mir einfach kaufen, kann ich dran stecken. Ist halt jetzt einfach viel geiler. An einem alten PC, da waren schon alle Steckplätze voll. Also ich konnte nur 2 Festplatten dran stecken. War ein bisschen belastend, weil wenn die jetzt voll gewesen wären beide. Viel gibt es auch nicht mehr zu sagen. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte ist, wir haben jetzt auf jeden Fall auch wieder Fortnite Livestreams. Sind wieder am Start, weil viele gefragt haben, warum keine mehr kommen. Und ja, es sind auf jeden Fall, die kommen auf jeden Fall jetzt wieder.